Olaf Scholz sagte, alles spricht dafür, dass es die russische Seite war. Es gibt formal drei Möglichkeiten. Das waren die Ukrainer, dafür spricht so ziemlich nichts. Machbarkeitsfragen sind da sehr deutlich, die Motivationsfragen sowieso. Dann ist es die russische Seite oder es war irgendein Unfall oder wie auch immer. Aber da muss man natürlich sehen, das war ein Damm unter der Kontrolle der russischen Seite. Und dementsprechend haben sie dafür die Verantwortung zu tragen, für alles, was sie da tun. Mhm. Und dementsprechend stimme ich dem Bundeskanzler sehr, sehr zu. Das ist eine neue Dimension der Kriegsführung. Alles spricht dafür, dass der Kreml dafür die Verantwortung trägt.